Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Oh, ich sehe, wir haben auch schon den ersten Dia bekommen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir einen Platz bekommen. Ich weiß, was ich einmal da gerade mache. Mache ich eine Doppeltruhe. Lege ich mal ganz schnell schlafen, dann bringe ich mir da Fuhre, Kobbel und Holz und so weiter mit nach drüben. Auch alles, was wir zum Bauen gebrauchen können. Weil ich glaube, das gibt so gerade keinen. Weg. Weg. Machen wir das jetzt für unsere offiziellen Baubude. Das. Nehmen wir alles mit, was wir zum Bauen brauchen können. Bevorzugt erstmal da unten. Kobbel kommt mit, Gravel kommt mit. Hier kann man nicht so viel gerade mitnehmen, das ist krass. Warte. Ich würde gerne noch hier das Lauch mitnehmen. Hab da auch schon wieder so ein paar Ideen, was ich machen könnte. Ich will ja noch schon, was das für ein Baum ist. Nehmen wir die Sphinx jetzt diesmal mit. Alles wird mitgenommen. Auch wenn es erstmal liegen gelassen wurde. Na. Schmeiße ich nochmal ins Stack von rein. Stack Oakwood mit. Schmeiß mal ein Stack Kobbel nach. So, jetzt sollte da auch wieder was Platz sein. Ich weiß echt dringend schon, dass ich noch eine Deep Storage Unit komme. Für den Cobblestone. Es gibt ansonsten eine totale Katastrophe. Machen wir auf jeden Fall jetzt hier einen schönen Weg rein. Also Ressourcenmangel haben wir ja echt nicht, muss man echt mal arschkalt sagen. Außer an Gold. Oder den ein oder anderen Bier. Ja, okay, es ist eigentlich schon arm. Nehmen wir noch ein bisschen Gravel. Oder Gravel oder Gravel. Oder Gravel Pit LP. Auch scharf. Ja, scharf habe ich auch lief. Da lebt Schafe, das ist ein Tierliebhaber. Boah. So. Machen wir dann hier einen Weg rein. Machen wir auf jeden Fall noch einen Dorfplatz.
Aber kann sich von Anfang das schon mal blicken lassen, oder? Ach komm, wir haben so viel Kabel. Das ist ein Tierquäler. Alter, bin ich wieder neben der Leute. Vier. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Machen wir den Hauseingang hin. Drei, vier. Vier. Drei, vier. Jetzt hätte ich das gerade, dass hier der Schüssel noch nicht drauf ist. Oder ist der drauf? Nö. Ich habe auch irgendwie keinen Bock, den noch mit einzubauen. Komm, mach mal das mal so. Jeder, der hier reinkommt, kann sich... Ne, weißt du was? Nicht da. Mach mal offiziell hier einen Fußabtreter hin. Sieht irgendwie bescheuert aus, aber könnte man ihn ja mal lassen. Warte ich mal gerade hier die Slavies. Na, das Ganze nennt sich dann Fusch am Bau. Machen wir nochmal das Deck von den Planks. Naja, ist dann jetzt so ziemlich halber Fusch am Bau. Ich weiß auf jeden Fall, dass da noch ein Dach drauf muss. Problem ist, ich weiß nicht genau, wie ich das aufbauen soll. Glasscheiben müssen ja auch noch rein. Nee, ich weiß, wie wir das machen jetzt hier. Das kann schon mal soweit bleiben. Und dann packen wir hier auch wohl wieder so eine Umrandung hin. Ja, das sieht auch schon wieder gut aus. Für meine Verhältnisse. Au. Ja, kann man lassen. Dann nochmal F7, dann kann ich hier noch was spawnen. Machen wir hier und hier eine Fackel hin. Hier hin dann auch eine. Wenig Spawnfläche wie möglich. Ich drücke immer F3 als erstes. On Inventar. Nehmen wir uns da die Oakleys mal mit. Und setzen dann den hier noch so einen schönen kleinen Garten hin. Eigentlich doch noch eins weiter. Ja, die sind aber gerade verloren. Dann hier noch so ein schönes Blümchen hin.
Ah, setzen wir den noch eins hin. Und eine Rose. Hab ich die Rose jetzt nicht? Ich hab die nicht mitgenommen. Füllen wir auch schon mal direkt den Eimer auf. Denn wer kann jetzt sich schon denken, was da hinkommt? Richtig. Ein schöner kleiner Teich. Ja. Ich kriege aber so teilweise keine richtige und richtige Wasserquelle hin. So. Na. Den Clay rupfe ich irgendwann auch nochmal raus. Ganz bestimmt. Ist ja nur seit 10.000 Folgen schon da. Ah, jetzt haben wir doch. Und wir haben einen kleinen gemütlichen Teich. Gut, machen wir euch auf jeden Fall gerade jetzt. Zwei Türen. Boah, die lassen sich stacken. Das ist so wundervoll. Ja, wir müssen doch noch eine machen. Seht ihr schon die ersten Eigenheime da? So, und damit das jetzt auf die Nerven geht, ich mache jetzt erstmal schlafen und hol mir jetzt endlich den Grafter. Ich will jetzt nicht wissen, was das für ein Zeppling ist. Schlafen. So, Grafter da. Auch gut, Zeppling tue ich mal dahin. Heißt auf jeden Fall, dass das ein größeres Projekt wird. Ich werde es auf jeden Fall. Oh, ein Hill-Cherry-Sapling. Kommen wir jetzt mal doch. Wisst ihr was? Mir ist da gerade ein kleiner Gedanke gekommen. Machen wir doch mal hier an den Seiten. Warte mal, bis er fertig gewachsen ist. Obwohl, nee, das sieht nicht aus. Ich glaube, da muss ich doch wohl oder übel mit dem Microblox arbeiten. Packe ich dahin. Machen wir dafür parallel. So, habe ich sogar da. Machen wir auf jeden Fall nochmal die Würstchen. Gehen. Jawohl. Ich brauche insgesamt 8 von denen. So, dann müssen wir nur noch warten, dass, bis der Baum gewachsen ist. Holen wir dann mal gerade ein bisschen Bone Meal. Gravel habe ich gerade nicht ab, aber doch Stone Bricks. Mist. Hat keiner gesehen. Oh,
I see what you did there. Ah, da muss man mit hin. Mist. Und wenn ich das auch mache, das Feld ist ja weg. Ist so blöd, um durch eine Tür zu gehen. Braucht ein ganzes Dorf für ein paar Dorfbewohner. Braucht ein ganzes Dorf für ein paar Dorfbewohner. Wollte ich sagen, ja, Bormil. Nur noch eins, habe ich keinen Knochen mehr. Hier sind noch 12. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich dann später mal da die Buchten mache für die kann man lassen. Also sehen wir nochmal teilweise ein paar Stellen, damit das ein bisschen runter wirkt. Ach, die Blume. Komm, die klatschen mal hier hin. Ja. Komm, mach mal da und da noch was weg. Ja, so kann man dann doch schon eher lassen, finde ich. Ah, hier hat sich auch schon wieder was gekreuzt. Wow, 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 ich brauche noch einen Grafter. Gut, würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein paar Sachen mit dem Grafter fertig und dann beende ich auch die Folge wieder. Ich werde auf jeden Fall schon mal zu entschuldigen, wenn die nächsten Tage so ein bisschen unregelmäßiger Folgen kommen. Wie gesagt, bin immer noch an der Schule. Und bin ein totaler Vollidiot. Ich würde sagen, mal. Hat ja nicht mal für irgendwas gebraucht. Ach du Scheiße. Komm, den eigenen Kadaver mal hin. Ich werde dann gleich noch ein paar Erze verarbeiten. So ging da genau. Damit ich dann mal wieder was auf Tasche habe. Und das kann raus und Bäumchen kann auch mal raus. Okay, Bäumchen, ich bin euer Friseur. Ein Mundane Large Sapling. Apple Oak, Silver Birch. Silver Birch braucht man nicht. Noch ein Silver Birch. Oben drauf noch etwas, was wir nicht gesehen haben. Ja, oh. Silber. Ist der Grafter schon wieder kaputt? Alter. What the fuck? Packen wir nochmal. Hier den Mann den Latsch hin. Und hier einen Silver Lime. Ja, ich springe jetzt auf jeden Fall mal die restlichen Sachen zurück in unsere Bautruhe-Gedingensgedönse. Hab dann. Hier noch einen Baum hin. Können auf jeden Fall so ein bisschen grüner gestalten, finde ich. Nee. Ah, ich weiß noch nicht mehr genau wo. Mach mal hier noch einen hin. Ja, komm. Es wird eh noch alles größtenteils zerplaniert. Mach mal hier noch einen hin. Ich würde sagen, das war's auch für diese Folge.
Doof. Hat keiner gesehen. Wenn euch diese Folge auch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und wieso wird nichts abgebaut? Das will ich jetzt mal gerade nachschauen. Das gefällt mir gerade nicht, dass das nicht abgebaut. Ach, der hat kein Viertellein. Nee, da ist einfach kein Platz in der Truhe. Junge, Junge, Junge. Au, 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 au. Oh, haben wir schon wieder schön Obsidian bekommen. Gut, ich werde jetzt auf jeden Fall diese Folge hier beenden. Ich werde jetzt noch anfangen, ein paar Erze zu verarbeiten. Und ich würde sagen, das war's noch für diese Folge. Wenn die Folge euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, Rotz in die Kommentare schmeißen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.